Dies ist ein Interview mit der Partei FDP. In dem Interview beantwortet der Politiker Heiner Garg 6 Fragen. Die Fragen sind zu den Themen Barrierefreiheit, Wohnungsbau und Gesundheit und Pflege. So bekommen Sie einen guten Überblick, was die Partei will. Julia Nickel stellt die Fragen. Viele Menschen haben Probleme mit schwieriger Sprache. Wie können die Menschen sich bei politischen Themen beteiligen und was kann das Bundesland Schleswig-Holstein dafür tun? Die Politiker entscheiden viele schwierige Dinge. Diese Dinge beeinflussen das Leben aller Menschen. Die Menschen haben ein Recht darauf, diese Dinge zu verstehen. Die FDP will, dass alle Menschen diese Dinge verstehen. Das Bundesland Schleswig-Holstein muss ein gutes Vorbild sein. Politiker und Mitarbeiter des Bundeslandes müssen schwierige Dinge verständlich erklären. Dadurch können Hindernisse im Kopf und im Leben der Menschen in Schleswig-Holstein abgebaut werden. Wenn Dinge verständlich erklärt werden und die Menschen diese Dinge verstehen, dann bekommen auch mehr Menschen Mut, mitzumachen. Viele Firmen und Vereine benutzen keine leichte Sprache. Die Informationen dieser Firmen und Vereine sind für viele Menschen schwer zu verstehen. Was kann das Bundesland Schleswig-Holstein tun, damit auch hier mehr leichte Sprache verwendet wird? Schleswig-Holstein kann leichte Sprache umsetzen. Damit das klappt, müssen sich alle Mühe geben, schwierige Dinge verständlich zu machen. Dabei ist es wichtig, dass der Inhalt nach der Übersetzung in leichte Sprache gleich bleibt. Alle Menschen sollen Informationen gut verstehen. 500.000 Menschen in Schleswig-Holstein haben Schwierigkeiten, immer alle Informationen zu verstehen. Zum Beispiel Informationen von Firmen. Die Mitarbeiter und die Kunden müssen sich gegenseitig gut verstehen. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Menschen mit geringem Einkommen sich Wohnraum leisten können? Der Grund für steigende Mieten ist fehlender Wohnraum. Bauen ist teurer geworden. Dann können viele Menschen das Bauen eines Hauses nicht bezahlen. Deshalb fehlt in Schleswig-Holstein Wohnraum. Die FDP Schleswig-Holstein findet, dass Bauen einfacher werden muss. Die Menschen dürfen nicht so viele Vorschriften für das Bauen bekommen. Das Bauen muss auch flexibler und kostengünstiger werden. Ein entscheidender Grund für den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und hohe Mieten sind zu hohe Gebäudekosten. Die FDP wird sich dafür einsetzen, dass die Kosten beim Bauen und Wohnen nur langsam steigen. Das heißt, die steigenden Kosten müssen kontrolliert werden. Aus Sicht der FDP sollte Wohnraumförderung auch die Umnutzung bestehender Gebäude sein. Das heißt, Gebäude, die schon da sind, als Wohnraum nutzen, zum Beispiel Dachgeschosse oder nicht mehr benötigte Büroräume. In den Innenstädten gibt es dann weniger leerstehende Gebäude. Und es gibt dann mehr Wohnraum in Wohngebieten, die schon gut erschlossen sind. Gut erschlossen bedeutet zum Beispiel, es gibt dort schon Wasser, Strom und Internet. Und viele Leute wohnen schon in der Gegend. In Deutschland wird sich die FDP weiterhin für Wohngeld für Menschen mit geringem Einkommen einsetzen und dafür, dass Deutschland auch etwas für die soziale Wohnraumförderung tut. Die soziale Wohnraumförderung ist wichtig, damit es mehr bezahlbaren Wohnraum in Städten gibt. Viele Familien haben mehr Schwierigkeiten, Wohnraum zu kaufen. Das liegt nicht nur an den hohen Haus- und Wohnungspreisen. Es gibt auch eine Geldabgabe, die das Kaufen von Häusern teurer macht. Ein anderes Wort für Geldabgabe ist Steuer. Diese Steuer heißt Grunderwerbssteuer und ist sehr hoch. Wenn ein Mensch in Schleswig-Holstein ein Grundstück kauft, dann muss er diese Steuer bezahlen.
Die FDP in Schleswig-Holstein möchte, dass viele Menschen eine Wohnung oder ein Haus besitzen. Das kann auch eine Sicherheit für das Alter sein. Wir wollen die Grunderwerbsteuer für den ersten Kauf einer Wohnung oder eines Hauses, die der Käufer selbst nutzt, abschaffen. Eine Familie, die ein Haus kauft, das weniger als 500.000 Euro kostet, muss dann keine Grunderwerbsteuer bezahlen. Wir lehnen weitere Erhöhungen der Grunderwerbsteuer ab. Es gibt zu wenig barrierefreie Wohnungen. Wie wollen Sie diesen Menschen helfen und wie schnell? Die FDP findet die Schaffung von Barrierefreiheit in öffentlichen und privaten Räumen wichtig. Barrierefreiheit muss auch in Förderprogrammen, die es in Deutschland und Schleswig-Holstein gibt, bestehen. Die FDP möchte, dass Deutschland das barrierefreie Bauen im privaten Raum, also im eigenen Haus, noch mehr fördert. Menschen sollten in ihrer eigenen Wohnung keine Hindernisse haben. In Schleswig-Holstein gibt es so wenig Fachkräfte in der Pflege. Das ist auch ein Problem für die Zukunft. Was werden Sie tun, damit mehr Menschen in Schleswig-Holstein in der Pflege arbeiten werden? In der Altenpflege gibt es zu wenige Fachkräfte. Die Partei FDP möchte Menschen, die Altenpfleger werden wollen, unterstützen. Männer und Frauen, die Altenpfleger werden wollen, sollen die Ausbildung nicht mehr selbst bezahlen müssen. Das Bundesland Schleswig-Holstein kann die Pflege noch verbessern. Die FDP möchte beitragsfreie Schulplätze in der Altenpflege fördern. Das heißt, ein Altenpfleger in der Ausbildung muss für seine Ausbildung nicht selbst bezahlen. Wir möchten die Pflegeberufe attraktiver machen. Dafür brauchen wir eine Erneuerung der Pflegeausbildung. Die Ausbildung muss neu geregelt werden. Deutschland muss für gute Bedingungen für das Umfeld der Pflegeausbildung sorgen. Das heißt, Deutschland muss dafür sorgen, dass Ausbildungsstätten gut arbeiten können. Ausbildungsstätten für Pflegeberufe sind oft kleine und mittelgroße Unternehmen. Es ist besser, wenn diese Unternehmen nicht so viel Bürokratie haben. Bürokratie ist die Verwaltung von einem Unternehmen. Für die Verwaltung von Unternehmen gibt es zu viele schwierige Regeln. Diese Regeln sind teilweise schwer zu verstehen. Diese Regeln zu befolgen, kostet die Pflegeunternehmen zu viel Zeit. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass in der Zukunft die Menschen die passenden ambulanten und stationären Angebote auf dem Land und in der Stadt bekommen? Die professionelle Pflege muss verbessert werden. Wir brauchen mehr Zeit für Menschen und weniger Papierkram. Nach dem Grundsatz weniger schreiben, individueller pflegen, wird sich die FDP für ein Herunterfahren der Bürokratie einsetzen. Die FDP wird eine stärkere Orientierung an den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen sorgen. Das heißt, darauf achten, was jeder einzelne Mensch für eine Pflege braucht. Die FDP wird sich auch für eine starke Eigenverantwortung der Pflegekräfte einsetzen. Das heißt, die Pflegekräfte können mehr selbst entscheiden. Das Wichtigste soll das Ergebnis der Pflege sein. Damit soll es Pflegebedürftigen und auch der Pflegekraft gut gehen.